Cadian Live is a community project which aims to deliver a free and open video editing software application to allow everybody to produce quality content in order to increase the democratization of the media. The application is a graphic interface written in C++ with Qt and KDE libraries for the MLT framework written by Dandenity, which relies on FFmpeg to decode and encode almost all the video and audio formats that are out today, and which hosts effects libraries like Freyr and MoveIt for video and LadSpot and Sox for audio. By following the official documents that we can find on the internet, the project was launched by Jason Wood, who released version 0.2.3 in October 2003. Soon, Cadian Live 0.2.4 followed, but the community did not yet exist and the group was very small. The project stopped for 2 years. Before the end of 2005, Jean-Baptiste Mardel, who heard that the project would be reactivated, offered his help, and in 2006, he signed the post of the new release 0.3 of the program. From this moment on, he became the main reference point for the project. Version 0.4 and 0.5 are soon distributed, but there is an issue. A refactoring of the code is needed to go forward. The program has to be moved from KDE 3, which is not compatible with MLT, to KDE 4. The rewriting ends in 2008, followed by several new releases, but in 2011, a further migration from KDE 4 to KDE 5 was needed to allow the program to grow. In 2012, a crowdfunding campaign is launched to fund the operation, and before the end of 2014, the goal is reached. Then finally, in 2015, Cadian Live becomes an official KDE application. Jean-Baptiste was invited to Academy to present 10 years of activity. The new perspective is to make the project even bigger. Before the end of the year, the first Cadian Live Cafe is announced with the aim of getting more people involved. During this virtual meeting, it immediately became clear that in order to grow, Cadian Live needed to be cross-platform. The Windows version was announced and 2016 began with a sprint meeting followed by the new logo and the new site. But as soon as the development of new features started, it was evident that the code for the timeline had to be rewritten because it was too old and no longer fit. Everybody knew that the refactoring could take several months or years, but the community did not lose enthusiasm. In 2018, a new roadmap was written, and in 2019, the refactored code was distributed, although some fine-tuning was still needed. Then finally, since 2020 and continuing up to now, the long-awaited new features, along with a plethora of new effects and dozens of important improvements, have been continuously added to create the most powerful, free, and open video editing application ever. Anhand des Textes. Wir konnten dann dieses Sprachmodell ergänzen mit einem zweiten Sprachmodell, mit Whisper. Whisper ist ein Teil von OpenAI und ist wirklich erstaunlich, dass Whisper sogar Satzzeichen setzen kann und Rechtschreibung verbessern kann. Da taucht auch von den Leuten auf, sie möchten direkt Cadenlive spenden. Das heißt, die Frage war, wir möchten nicht KDE als solches unterstützen, wir möchten gezielt Cadenlive unterstützen. So, das führte dazu, dass KDE für uns ein Pilotprojekt startete, das Direktspenden an Cadenlive ermöglichte. KDE setzte die gesamte Hardware auf und die Software auf, um diese Spendenaktion zu starten. Die Idee dann hinter dieser Spendenaktion ist und war, dass man größere Funktionen wie mehrere Zeitleisten, sprich Sequenzen, schneller implementieren kann, dass Jean-Baptiste Mardel vielleicht noch einen Tag mehr am Cadenlive programmieren kann und seinen Daily Job dann um einen Tag reduzieren kann. Für das möchten wir eigentlich die Spendengelder brauchen.
Wir haben die Aktion am 20. September 2022 gestartet und unglaublich einen Monat später, am 18. Oktober 2022, haben wir das Spendenziel von 15.000 Euro mit 450 Spenden erreicht. Das sollte eigentlich genügen, dass wir ein ganzes Jahr lang mindestens das Jean-Baptiste Mardel einen Tag mehr an der Software arbeiten kann. Das war ein super toller Erfolg, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Das zeigte aber uns, wir sind irgendwo auf dem richtigen Weg. Die Leute finden das Programm gut und die Leute brauchen das Programm auch. So konnten wir mit der Version 23.04 schon die verschachtelten Zeitleisten, sprich die Sequenzen, einführen. Leider haben wir da wieder den Fehler gemacht, den wir schon 19.04 gemacht haben. Wir haben zu wenig getestet. Das hätten wir wissen müssen. Dazu komme ich dann später. Ein weiterer Punkt, den wir dann mittelfristig einsetzen, ist die Stabilität. Und wo wir momentan daran arbeiten, ist per Performance. Ja, Dokumentation. Viele Leute sagen, braucht es nicht. Keiner liest das, nur ein großer Aufwand. Und mehr bringt das eh nichts. Die Leute lesen heute überhaupt nicht mehr. Wir haben eine Analyse gemacht, wie viele Leute da auf unseren Dokumentationsserver gehen und haben festgestellt, das sind 3.500 Aufrufe pro Woche mit einem Höchststand im April 2020. Was suchen dann die Benutzer am meisten, hat uns dann Wunder genommen. 2/3 aller Aufrufe von der Dokumentation suchen Informationen zu Effekten und erste Schritte. Also 1/3 der Suchanfragen war für Effekte und der andere Drittel für erste Schritte in etwa. Was wir auch festgestellt haben, dass die Benutzer etwa 1 bis 1,5 Minuten auf der Webseite bleiben und lesen. Das ist für Server im Internet relativ lang. Jetzt sind wir daran. Wir haben die Effekte, die Videoeffekte komplett erneuert in der Dokumentation. Jetzt folgen dann die Audioeffekte. Als nächstes machen wir oder überprüfen wir erste Schritte, ob man da noch etwas verbessern kann. Das sind dann etwa 15% aller Benutzer, gehen irgendwann einmal auf unsere Dokumentation, um etwas nachzuschlagen. Ja, was macht das Programm so erfolgreich? Der Punkt ist, dass wir eine Strategie, eine Vision, sage ich mal, haben. Wir wussten, was das Programm können muss, sage ich mal. Für das haben wir Massimo Stella. Massimo ist ein professioneller Vlogger, der für Rai Uno und andere Fernsehanstalten Video macht. Und der wusste, und der guidet uns auch, der führt uns auch, welche Funktionen wir integrieren müssen, dass das Programm und wie man sie integrieren muss, dass das Programm auch von den Benutzern angenommen wird. Dann haben wir den Punkt, dass wir dann auch sagen, manchmal ist weniger mehr. So, wir haben gelernt aus der Vergangenheit, dass wir pro Hauptrelease, mein Hauptrelease ist im April 04, August 08 und im Dezember höchstens 3 neue Funktionen integrieren, allerhöchstens. Aber die probieren möglichst gut auszutesten. Ja, was nicht so gut läuft, jetzt komme ich zurück auf diese Sequenzen. Automatisches Testen. Ein automatisches Testen von der Software braucht doch einen gewissen Background an Wissen und eine gewisse Implementierung auch, dass das funktioniert. Wir sind jetzt daran, eine komplette Testsuite aufzubauen, dass wir im Grunde genommen vom Laden des Programms übers Editieren bis zum Rendering einen automatischen Test ablaufen lassen können, um zu sehen, ob das Programm fehlerbehaftet ist oder abstürzt. Dann haben wir eigentlich zu wenig Beta-Testing. Da kommen wir eigentlich nicht richtig dazu, weil wir können alle Variationen, die das Programm bietet,
und auch alle Arbeitsabläufe, die die Nutzer machen, können wir nicht testen. So sind wir wirklich angewiesen auf die Benutzer, die Betas testen für uns und damit man dann ein stabiles Release machen kann. Da sind wir aktuell dran. In KDE ist das eigentlich nur einen Monat gedacht. Wir denken aber, das braucht etwa 3 Monate Vorlauf vom ersten Beta, bis dann wirklich das sauber läuft auf eine Hauptversion. Auch Regressionsprüfungen und die Abhängigkeiten von Frameworks ist so eine Sache. Ich habe mal Jean-Baptiste gefragt, wie viele Frameworks haben wir denn überhaupt? Ja, natürlich haben wir Qt und KDE Framework und MLT. Wir haben Freyr-Effekte drin, aber er konnte mir auch nicht genau sagen, wie viele verschiedene Frameworks wir da abhängig sind von. Das Problem war dann, dass wir mit dem Release war dann das KDE Framework im Hintergrund auch released worden und das KDE Framework enthält die speziellen Icons in unserem Programm, die nur für unser Programm gemacht sind und da gab es Releases, da waren keine Icons sichtbar mehr, weil die genau am gleichen Tag das Release gemacht haben. Wir haben jetzt das so gemacht, dass das KDE-Framework 2 Wochen später released. Also wir können sauber testen, machen das Release und dann 2 Wochen später macht KDE das Framework-Release dann auch. Dann haben wir wieder irgendwie 2 Wochen Zeit, um zu testen. Das hat hohen Aufwand gebracht, dass wir dann das alte Framework wieder reinmachen mussten für das ganze Packaging. Und ja, das führte zu einem gewissen Stress, ja, aber einfach zusätzliches Packaging. Was wir verbessern werden, ist die einzelnen Tests, die da immer laufen vor einem Merge, möchten wir oder sind wir dran zu verbessern, haben auch schon diverse Bugs so gefunden und Crashs, dass neue Merge nicht mehr zu Crash führen eigentlich. Wie gesagt, wir sind daran, die automatische Test-Suite zu erstellen, inklusive Rendering. Wir haben ein neues Framework, KDE intern gefunden, Selenium, dass das GUI testen kann. Also dieses Framework, wenn ich auf ein Icon klicke mit der Maus, kann dieses Framework das automatisch machen. Also per Programm kann man auf einen Icon klicken und schauen, ob die Funktion wirklich funktioniert. Und da sind wir dran, ist ein bisschen beschränkt, aber das wäre was, was wir da noch integrieren können. Paketierung. Tja, Paketierung ist immer so eine Sache. Wir haben Paketierung für diverse Plattformen, habe ich vorher gesagt, PPA für Windows, für Mac, das App Image. In der Zwischenzeit läuft die Paketierung automatisch. Wird jede Nacht der Master kompiliert und über Nacht wird auch das Release kompiliert automatisch, müssen wir nichts mehr machen. Das ist eine große Hilfe, dass wir die KDE-Infrastruktur brauchen können und dürfen. Und das hilft uns sehr, dass man das nicht mehr manuell machen muss. Ja, was ist dann die Zukunft von Kdenlive? Wir sind daran, oder ein Wunsch auch von Massimo ist, dass wir gemeinsames Editieren ermöglichen. Das heißt eigentlich, man lädt ein Projekt auf einen Server hoch und dann sind vielleicht 2, 3 Editoren, die dann gleichzeitig auf das Projekt zugreifen können. Und die das Editieren auch gemeinsam können. In diesem Abschnitt macht es der, in diesem Abschnitt macht es der. Man kann das via Sequenzen machen. Das ist eine Idee, die wir haben, die umsetzbar scheint und die wir weiter verfolgen. Was wir auch noch integrieren möchten, ist mehr künstliche Intelligenz oder Machine Learning Programme haben. Vor allem für das Hochskalieren von Videos gibt es wirklich gute KI-Frameworks, die Interpolationen machen können, dass man dann wirklich Bilder von einer niedrigen Auflösung auf eine höhere Auflösung rechnen kann. Es gibt auch
gute freie Audio-Frameworks, KI-basierend, die auch Hintergrundgeräusche eliminieren können. Was wir machen möchten, ist, dass Playback GPU unterstützt, geht im Moment nicht. Und die Effektunterstützung via GPU wird immer wieder gefragt von den Usern, wann integriert ihr das? Da sind wir leider abhängig von MLT, funktioniert in der Zwischenzeit in MLT, hat aber den Hintergrund, dass wir auf Qt 6 und das KDE Framework 6 portieren müssen. Da sind wir aktuell dran, das läuft jetzt im Hintergrund. Nächsten April sollten wir soweit sein, dass KDE komplett auf Qt 6 umsteigt. Das ist eine größere Übung. Wir portieren auch dann vom Jenkins Server oder von der Jenkins Implementation, von der Paketierung zu GitLab. GitLab ist unser Host, wo wir die ganzen Source Codes drauf haben. Und da möchten wir dann das Paketierung auch automatisch machen. Ist aber ein größerer Task, wie sich jetzt herausstellt, und wird wahrscheinlich April nächsten Jahres live sein. Wenn das umgesetzt ist, dann kann man GPU-Codierung und Playback via GPU sicher machen. Ja, wo wir auch nicht gut sind, zum Abschluss, wo wir auch nicht wirklich gut sind, ist im Copyright. KaneLive scheint relativ erfolgreich zu sein. So Leute kopieren KaneLive und möchten auf unseren Erfolg aufspringen. So gibt es diverse Links in Google, die eigentlich nur Werbelinks sind. Also wenn man KaneLive eingibt, dann hat es Werbelinks und dann kommt man auf andere Editor und nicht auf KaneLive. Also die möchten eigentlich, dass die Leute von KaneLive auf ihre Produkte umschwenken. Sind wir immer wieder daran, Google zu mahnen, dass diese Werbung nicht lauter ist, dann löschen sie es wieder und ein paar Monate später ist es dann wieder drin. Also wir probieren das zu schützen. Das Wort KaneLive und das Logo ist geschützt. Das ist über KDE geschützt. Alle unsere Quellcode-Dateien sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Und wir verwenden zu diesem Zweck den SPDX-Ansatz, also Software Package Data Exchange-Ansatz, sodass eigentlich, wenn jemand da Daten direkt kopiert, mal klar ist, dass die eigentlich Copyright geschützt sind. Und KDE hilft uns auch, unsere Arbeit gegen Piraten, in Anführungszeichen, zu schützen, die von unserer Arbeit und teilweise von unserem Erfolg profitieren möchten. Sodass wir weiterhin auch sagen können, KaneLive ist eine freie und quelloffene Software, die auch in Zukunft möglich ist und auch in Zukunft kostenlos herunterzuladen ist. Damit danke ich für das Zuhören, wäre mit meinem Vortrag hier am Ende.